So Leute, hi und willkommen hier im Gameplay zu Unplugged Air Guitar. Das Spiel kommt am 21.10. für die Oculus Quest raus. Vielen Dank an den Entwickler, dass wir das Spiel schon uns vorher anschauen durften. Wir haben uns dafür jetzt extra die Oculus Quest 2 hier von Nexi und Wolf ausgeliehen. Vielen Dank dafür, dass wir das Spiel dann jetzt hier damit testen dürfen. Also, ich starte mit dem Tutorial und drücke hier einfach mit meiner Hand auf Auftritt starten. So, also ihr könnt das Spiel nicht mit den Controllern spielen. Also es ist nicht optional oder sowas, dass ihr das Spiel mit den Händen spielt, sondern das ist die Voraussetzung dafür. Also die Controller werden beiseite gepackt und ihr spielt es jetzt hier komplett mit Handtracking. So, als wir dieses Poster antippen. Whoa! Where am I? What am I doing and who am I? Oh my god! Trapped. Wait, just calm down. Okay. Had way too many pop brownies last night. I get that, but oh wait. There's a nerd in here. A nerd here. A phone on his face. Wait, that's not a phone. That's virtual reality stuff. Oh cool. Yeah, virtual reality stuff. Hello nerd. Hi. Do you know what I'm doing in here? Keine Ahnung. Cause I don't. Ich auch nicht. Ja, du bist hier, um mir das Spielen beizubringen. Okay, let's see what we have here. Ooh, look at you. You need a lot of work. But you know what? I see a lot of potential. I used to be pretty nerdy myself. I'm just kidding, I've never been nerdy. Look at me. I'm Satchel, the lead guitar player from Steel Panther. Hi, Satchel. We've played in front of thousands and thousands of people worldwide. I've trashed more hotel rooms than my insurance is willing to pay for. I can't even get insurance anymore. I have to check in under the drummer's name. First of all, it's about attitude. You need to stand up properly. Gerade stehen. You're a rock star. You'd have yeah, I'm a rock star. If you could, you'd probably do. And everyone yeah, should see that. Natürlich. Like this. Yeah. Let's practice some air guitar moves together. But first, there's some technical shit we need to deal with. Let me give you some tricks so your hands get tracked properly. One, your room should be properly lit. You can't be in the dark like a tuber playing video games in a fancy chair in your mom's house at 4 a.m. Two, there should be YouTuber. Enough contrast between your hands and the background. Don't ever do that. Three, the lenses outside your headset. They need to bisschen be lustig ist er schon, ne? Clean. So don't be lazy. Go get a cloth if they're dirty. Hol dir ein Tuch. Wipe them down. Don't use the cloth on your nightstand. See that? Nein. Last one. This is crucial. Woher weiß er das? Way better. You always go sleeveless if you have a killer shirt like this one. Just when you play. Ich habe ein killer Shirt an, ja. Go get set up and come back when you're done. And always, always remember this shit. Yeah, I'll be here. I seem to be trapped in this poster anyway. Ich habe alles geprüft. Great! You are ready to rock. You need your oh, guitar. Yeah. A virtual one will do it. Let me see what we have here. Hold on. Oh yeah, this is great. This will do it. Per die Gitarre. Ich bin Rechtshänder. She's a beauty, isn't she? You can grab the neck, move it around. Okay, hier kann ich jetzt an dem Tremolo hier anfassen und dann kann ich die Gitarre mir hin platzieren, wo ich möchte. No, you want to grab it. Don't be shy. You can move it up and down. Put the guitar und hier am Hals. Not too close, not too far. Oben better to have it kind of low than really up. Remember, it's a guitar, not a necktie. Alright, we're not going out to dinner right now. Give it a go. Ja, remember, so the guitar won't follow you if klein, you move around. So stay put. Take your time. Look for that sweet spot. Ja, okay. Ich glaube, ich habe den sweet spot. Ja. Verstanden. Nice! Getting to the nitty gritty. Let's practice some strumming. Grab the pick in front of you and keep it in your hand Elektrum? While playing. We are playing rock. Hab ich. No acoustic shit.
This is the real deal. Strum with energy. Down or up. Whatever you want, but with energy. Oh yeah. Ooh, that hurt my finger. That hurt my finger. You're not hurting yourself. You're probably not doing something right. This is rock. Let's see how you do it. Woo! Oh yeah. Awesomeness. We are finally awesome. Getting the good stuff. You are going to play a tune. We need some music in here. Oh, such yeah. Such a classic. First of all, let's take care of that hand. Let it be relaxed with your open thumb. I'm just doing down range one. Yes. Totally lazy. Okay. Now look at your nails. There's some nice colors in your fingers. Note shows how you should place the fingers, matching those colors. To play, put your hand in the correct position on the right fret. And don't forget to strum on time. I've been telling the bass player that for years. Okay. Interessant. Okay. Jetzt bin ich dran, oder was? Nee. Oh, yes. I've never played this good. Be a grown-up and handle your own notes now. Get out of my hair! Okay. Da alle vier Finger. Oh, yes. Oh, come on. Drei Finger. Darling, you got to let me know. Sweet! Wow! Sweet. Some people take years to learn how to play guitar, and you just got it in a few minutes. Obviously, I wasted my childhood. Not so nerdy after all, are ya? I think you're ready for action. This is the beginning of a legend. Put on that leather and rock on! Win the crowd! Let's do this! Oh, yes. Okay. How do I get out of here? Plektrum nehmen. Oh, yes. Funktioniert gut. Yeah. Danke. Ich danke euch. Ups, was? Boah. Ich fand das Klavier geflogen. Yeah, baby. Rang 14 in der Weltrangliste. Da stehe ich. Nexi 84 bin ich. Sehr gut. Kiez Benny, den kenne ich doch. Platz 17. So, jetzt sind wir hier wieder im Hauptmenü. Also es scheint hier auf jeden Fall mehrere Locations zu geben, wo man spielen kann. Das ist jetzt hier eine Bar bis hin zum großen Stadion, wo man dann später auch noch spielen kann. Muss man sich erst freispielen. Hier gibt es verschiedene Alben oder beziehungsweise verschiedene Level anscheinend, die dann jeweils aus mehreren Liedern bestehen. Hier oben kann man dann noch verschiedene Songs direkt auswählen, die man in diesem Level, wo man gerade ist, auswählen kann. Und wir spielen jetzt einfach mal noch hier zum Beispiel das Lied. Schwierigkeitsgrad einfach. Und los. Ich habe meine Idee, kleinen Augenblick. Und zwar habe ich mir mal ein echtes Plektrum geholt. Denn, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, ich habe ja auch eine echte Gitarre. Und spiele ab und zu mal so ein bisschen dran rum. Und habe mir jetzt einfach mir ein echtes Plektrum geholt. Und denke mir mal, dass da die Immersion vielleicht dann noch ein bisschen gesteigert wird, wenn man ein echtes Plektrum in der Hand hat. Und ja, das fühlt sich schon mal ganz cool an, weil man hat echt ein Plektrum in der Hand. Also wenn ihr ein Plektrum zu Hause habt,
Well, it's 3 p.m. Time to lug the gear. Got to get it on the stage. My muscles flex. My freaking sweat will save the day. When I check the mic, because I check the mic. Also, es gibt ja wirklich viele bekannte Künstler und aus 5 verschiedenen Jahrzehnten gibt es da auch Songs, habe ich gelesen. Also, da dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. So, ich probiere jetzt mal das Lied hier von Garbage und mal auf dem Schwierigkeitsgrad normal auf den Stand. Sometimes you just need a bit of help, ain't that right? So don't forget to look around, because you can find some gifts floating around. Geschenke um mich herum. Okay. Them, just touch them with the guitar's headstock. Gitarrenkopf treffen. And feel the power. Oh, it feels good. Alles klar. Oh yeah. '82 neue Fans, yes. Oh. Rocket baby, Rocket. Platz 7 der Weltrangliste, yeah. So, und da sind wir auch wieder im Hauptmenü. Also, Leute, um das erste Level hier oben abzuschließen, muss man eine 50-Kombo bei einem beliebigen Song machen. Das habe ich schon geschafft. Mindestens 5 Songs abgeschlossen in einem beliebigen Level und erhalte 3 Goldplatten auf leicht. Also, das ist, denke ich mal, ganz gut machbar. Und das soll es an der Stelle jetzt auch schon gewesen sein. Ich darf euch leider nicht so viel von den Songs zeigen. Und deswegen kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit. Also es ist wirklich erstaunlich, wie gut das mit dem Finger-Tracking hier funktioniert. Gut gemacht, es ist wirklich sehr zuverlässig mittlerweile. Ja, also es funktioniert echt gut und macht auch definitiv Spaß bei dem Spiel. Klar, es fehlt einem so ein bisschen das haptische Feedback, was du halt hast, wenn du bei Rockband zum Beispiel diese Plastikgitarre in der Hand hast oder sowas. Aber es ist ganz cool auf jeden Fall. Es macht Spaß, es sind bekannte Lieder dabei. Der Schwierigkeitsgrad, der ist auch leicht sehr gut machbar und auf schwierig ist er auch durchaus fordernd. Und ich kann das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr die Oculus Quest habt und ein bisschen rumklimpern wollt, dann ist es genau das Richtige für euch. Das Spiel soll später im Jahr auch nochmal für PC rauskommen. Dann ist es allerdings nur mit PC-VR-Headsets kompatibel, die auch die Index-Controller unterstützen, weil da auch die Finger getrackt werden können. Ich finde es gut. Cooles Spiel. Und danke nochmal an den Entwickler, dass er uns zur Verfügung gestellt hat. Danke an Nexi und Wolf, dass sie uns die Quest ausgeliehen haben. Und dann bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut, lasst ein Like da und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also macht's gut. Ciao.